Hallo Leute und seid herzlich willkommen zu der nächsten Part hier bei Minecraft Galactic Science. So, ich war mal wieder ein kleines bisschen offline unterwegs und habe hier ein bisschen wieder was aufgefüllt. Und zwar, ja, sieht man hier Obsidian ordentlich mal hier zugeballert, damit er hier wieder ein bisschen weiter produziert. Und ich merke gerade, dass 3 Electric Furnace doch ein bisschen viel ist. Aber, naja. Egal, soll mich nicht stören, das. Gut, das letzte Mal wollten. Oder dieses Mal wollten wir. Ach ja, ich habe ja auch nochmal Sand fertig gemacht. Was ich auch nochmal kurz in den Sawmill reinmachen kann. Damit ich da Silikon rausbekomme. Okay, den ersten habe ich, zweiten habe ich. Komm, ein noch. So, 4 Stück werden, glaube ich, erstmal reichen. So, ich brauche Upgrade. Und ich finde das hier nicht, oder? Doch, hier. Gut, dann passt das doch. Moment. Bevor ich da irgendwas falsch mache, gucke ich doch mal ganz kurz, was dieser Fortune da braucht. Na, wo war denn das jetzt? Ach komm. So, X, A. Astra ist hier. Okay, Redstone Alloy. Dann habe ich da nicht irgendwas schon reingesetzt? Oh mein Gott. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Das ist ja eigentlich schon ein Wunder, dass er nicht so viel produziert hat. Alter. Warum? So, Silikon, Redstone. So, jetzt erstmal Redstone hier ordentlich was weglegen. So, da wird auch mit Sicherheit nicht zu viel gemacht. Dann kann ich ja doch schon mal den Speed Upgrade fertig machen. So, Speed Upgrade ist fertig. Können wir die auch noch mal kurz, ja, reclaimen? 6 Stück? Not bad. Wirklich not bad. So, jetzt geht es einen kleinen Tacken schneller. Und diese Fortune Upgrade, wenn ich das jetzt so wirklich richtig habe, also jetzt so richtig definiere, vielleicht steht das ja hier auch. Not enough luck. Need more fortune. In your life, Fortune Upgrade, more everything. Ja, ich sagte es ja auch schon. Je mehr Fortune wir hier reinmachen, desto größer ist die Chance, dass wir hier was rausbekommen. Oder desto höhere Chance ist, mehr rauszubekommen. Also jetzt nicht beispielsweise nur ein, also jeweils nur eins, dann kann man, glaube ich, beispielsweise zwei bekommen. Aber da bin ich jetzt so gerade nicht sicher, wie das genau läuft. Okay, der wächst da. Und wir gucken mal hier weiter wieder rein. 4 Stück. Perfekt. So. Die brauchen wir jetzt erstmal nicht. Dann kommt Fortune Upgrade. Perfekt. So, Fortune Upgrade Reward. Und das haben wir jetzt auch fertig. Yay. Noch ein Baum ist fertig. Ah, okay. So. Schön maximal hier rausbringen. Dann können wir doch weitermachen. Na, zu weit. Storage Solution. Gut, das würde ich erstmal zur Seite legen. Das hier würde ich ebenfalls noch zur Seite legen. Brauchen wir jetzt erstmal noch nicht. Ja gut, Netherstern kann man so erstmal. Kann man noch erstmal verzichten. Deswegen würde ich eher sagen, dass wir hier mit dem ganzen Biogas weitermachen. Apropos, Solarpanel Stufe 2. Könnte man noch machen. Solarpanel Stufe 2. Braucht nie, ne? Vergesst, was ich gesagt habe. Ich habe noch ein bisschen. Ach, egal. Gut, das kann ich erstmal noch vergessen.
Advanced Generator, Gas Turbine Controller. Gas Turbine oder Turbine Controller. Da brauchen wir Iron Tubing. Tubing. Und dafür brauchen wir ganz viel Iron. So. Moment, ich werde mal ein paar Sachen hier weglegen. Das. Ach ja, und ich habe hier ein bisschen Redstone gefarmt. Falls das sich in der letzten Folge schon war. Ach klar, war das doch. Klar. Alles gut, alles ist gut. So, komm, ich mach noch einen. Also nimm noch eine. Dann brauchen wir noch ganz viel Redstone. Gut, dann nehme ich erstmal die hier. Und ich brauche Sticks. So. So, 16 Stück. Holy shit. Und hier auch 16 Stück. Okay. Kann man machen. So, Iron Frame. Dann mache ich erstmal Iron Frame. 1, 2, 3, 4. Egal. Wir haben ja genug Iron. Was soll der Geiz? Gut, dann brauche ich Dash und Nether Quartz. Dash habe ich hier hinten. Irgendwo hier. Und Nether Quartz dann auch irgendwo in der Nähe. Und ich kann mich kurz nehmen. Ah, hier. Da schon mal Dash. Ich meine, hier war auch noch alle Quarz. Aber ich sehe das nicht. Hier nicht. Da ist das. So, da können wir mal kurz hier rangehen. Jetzt haben wir schon 5 Enderperlen. Nice. So. Ach ja, mir ist nochmal irgendwie aufgefallen. Ich weiß es. Also zum einen habe ich das, glaube ich, irgendwo mal gelesen. In einem Kommentar von den 3 größeren YouTuber. Also. Ups. Und mal habe ich dann noch. Holy shit. Ich habe hier noch was. von den 3 großen YouTubern. LP mit Kev, Spark und Debitor. Die können da Minimap anmachen. Und da habe ich irgendwo gelesen, dass man mit J machen könnte. Nicht mit M. Nein. L. Ich meine, das war J. Kann man die Minimap da anmachen? Oder die haben das selber auch reingemacht. Da bin ich jetzt ehrlich gesagt nicht ganz so sicher. Hier ist dann nichts. Jump, Sneak, nein. Hast du nein. Field. Nee, das ist Gravity Armor. Nein, sieht nicht so aus. Armors Workshop, nee. P vielleicht? Nee. Glaube ich nicht. Ach, egal. Warte mal, Sound Locator. Okay, nee. Nee, wahrscheinlich haben die das irgendwie selbstständig reingemacht, die Minimap. Aber soll uns jetzt noch nicht erstmal nicht stören. So, dann brauchen wir einmal von diesem Chip ja eine Stücke. Und dann haben wir die Gasturbine Controller. Perfekt. Reward Back. Gut kennen. Bottle of Enchanting. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das noch irgendwie brauche, deswegen werde ich das erstmal weglegen. Ja, ich brauche das ja erstmal noch nicht. So. Des Weiteren, was kann man jetzt machen? Warte mal, was kann man überhaupt mit diesem Controller noch gleich machen? Jetzt hier den mal hier rein. Okay, dann brauchen wir um diese Turbine da, also generell diese ganze Maschinerie da zu betreiben, brauchen wir eben diesen Controller. Und da brauchen wir einmal diese Turbine, glaube ich. Turbine. Nee, warte, ich warte erstmal kurz noch damit. Add Charger Controller. Excharger. Will Head Excharger Icon produce steam from lava. Das hört sich geil an.
Also der kann diese, wie ich das jetzt verstehe, kann er von Lava diese Flüssigkeit erzeugen, womit es er betreiben kann. Wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe. Alternative to Rocket Fuel is to create Syngas. Finally another coal you have collected. Okay. Da kann ich Kohle benutzen. Ender Quarry. Nein, ist noch zu teuer. Basic Power Capacitor. Also sozusagen, glaube ich, wie unsere kleine Bank, oder? Well, other than the fact you need less ounce. This will help off up Mount RF. Your generating can hold. Okay, kann ich jetzt so nicht viel mit anfangen. Nee, aber ich meine, das war diese Reihe hier, womit ich dann diese Energie erzeugen kann. Deswegen würde ich einfach mal sagen, die Iron Turbine mache ich da mal. Turbine. Und man kann hier auch ein paar mehr machen. Die Vibrant ist die stärkste, dann kommt Steel, dann kommt Gold und dann Iron. Was die genau alle jetzt produzieren, kann ich jetzt auch ehrlich nicht genau sagen. Aber naja. Ah, perfekt. Wir brauchten genau nur einen. Ein Creeper. Spawn Eye. Nice. Werden wir sowieso wahrscheinlich nicht brauchen. So. Jetzt haben wir den hier. Right-click while sneak to upgrade. Ah, okay. Kann ich irgendwas zu Stahl upgraden anscheinend? Na gut. So, Fluid Intake Valve oder Valve. Das brauchen wir, um die Flüssigkeit, die wir durch Rocket Fuel, was wir auch nochmal irgendwann machen müssen, in diese Maschine reinleiten können, damit wir überhaupt was produzieren. Und Fluid Intake brauchen wir dafür. Fluid. Das müsste der hier sein, genau. Den haben wir. Iron Frame brauchen wir wieder. Ein Stück. So, ein Wavo. So, einmal. Ich werde auch erstmal nur eine davon bauen. So, Fluid Conduit. Brauche ich nicht. Also die Fluid Conduit, oder? Was, wie kann man das machen? Fluid Conduit. Quite clear glass. Okay, einfach nur Glas und das. Max Extract 50 Millibucket pro Tick. Aha, Fluid. Okay, das ist doch ein bisschen schwerer. Da würde ich doch lieber die Bottles, also die Level lieber nehmen. Ja, da würde ich auch Glas sparen. Ja, ich nehme die Bottle einfach. Egal. So, weiter. Fuel Tank brauchen wir. Ach, können wir sofort hier bleiben. So, Fluid. Wo war das Display? Nein. Warte mal, wie heißt das? Ach, Fuel Tank, nicht Fluid. Fuel Tank. So. Da brauchen wir zwei Frames. Eins, zwei. Da müsst. Ach, ich habe hier doch Frames. Meine Güte. Und dann brauchen wir Glaspanels. Eine habe ich hier. Ich brauche mehr. Oder sind das dieselben? Nein, sind das nicht. Sind aber verdammt ähnlich. Wenn man sie so anguckt. Naja. So. Sieht nicht so aus, dass wir noch irgendwas auf Lager haben. Nope. Gut, ich hatte doch Sand hier, oder? Nee.
Sand, Sand, Sand. Ach, Glas habe ich hier sogar. Ach, Sand, stimmt. Habe ich ja alles verbraucht. Bin auch Genius. So, passt. Die hier mal aufsammeln, dass er ja nichts verloren geht. So. Und nochmal eine kleine Ankündigung. Heute ist ja jetzt Freitag. Ich habe auch noch schon mit den ersten Partner gesprochen, mit dem ich hier jetzt eigentlich aufnehmen wollte. Nur hat er in der Aufnahme, die ich jetzt hier mache, keine Zeit und deswegen muss es jetzt alles auf Sonntag verlegt werden. Und deswegen wird das Samstag und Sonntag mit dem zusammen sein. Also werde mit dem da zusammen machen. Gut, was das? Oh! Oh Gott, was nehme ich da jetzt? Oh Gott! Steam is Table. Super Builders Went. Kann man, glaube ich, auch nicht so ohne weiteres machen. Super Builders Went. Nee, kann man nicht machen. Oh shit, soll ich das jetzt machen oder nicht? Shit. Ach, ein Greater sogar. Paul! Nein, ich werde dich nicht mehr nochmal sterben lassen. Aber ja, das ist eigentlich nutzlos. Mit denen kann man sowieso nichts machen. Na gut. So, was war denn das letzte in diesen Reihe von Bäumchen? Steam Turbine. Generator waren das, glaube ich, jetzt. Steam Turbine. Ach, Controller war das. Gut, dann brauche ich noch eins davon. Ah, es ist so dash-intensiv. Muss dann offline am besten wieder ein bisschen Oberfläche vom Mars abgrasen. Okay, dann würde ich doch hier erstmal ein bisschen warten. Als Super Builders Went. Oder brauchen wir das? Ich weiß es jetzt ehrlich gesagt nicht. Oh, Soul Fragment? Da würde ich doch schon fast eher zu neigen. Obwohl, warte mal, brauchen wir denn das überhaupt? Soul Fragment. Soul. Ja. Kann man mit diesem Etheric Sword machen. Bei uns einfach ein Crafting-Ding da reinmachen. Wenn man den dann einmal nimmt, hat man weniger Herz. Sprich also keine 10 Herzen, sogar nur noch 9. Und ob das so vom Vorteil ist, kann ich ehrlich gesagt nicht sagen. Was kann man daraus machen? Okay. Petrokinium Inge. Das ist doch ein bisschen heftiger. Deswegen würde ich eher Builders Went nehmen. Dann scheiße ich doch einfach auf diese eine Herz. Na ja, habe ich dann eben dieses Soul Fragment. Wenn ich das überhaupt brauche, aber super Builders Went. Hört sich doch schon ein bisschen geiler an. Deswegen nehme ich das einfach. Block of Redstone. Das hätte ich gut für die ollen Dinger da gebraucht. Aber naja. So, wieder kurz hier ran. Und die Battles of Experience da wieder reinmachen. So, diese Reihe haben wir fertig. Und theoretisch glaube ich auch. Nee, Quatsch, kann ja eigentlich gar nicht. Da fehlt doch eigentlich was. Warte mal, Fluid Input. Ja, das ist klar. Dual Tank. Turbine. Da. Das brauchen wir. Great, ja. Okay, da habe ich anscheinend irgendwas nicht genug. Was ist es aber? Iron Turbine habe ich. Iron Frame wahrscheinlich. Jawohl, Iron Frame fehlt uns. Dafür brauchen wir 2 Stück. So, dann einmal so, einmal. Oder so wird das nicht besser. Obwohl, ist eigentlich egal. Dann verbrauche ich einfach nur einen diesem
Iron Turbine. Ach, okay. Okay, dann würde ich doch erstmal kurz hier mal abbrechen. Und ich würde sagen, die olle Maschine hier würde ich doch einfach mal in der nächsten Folge machen, Leute. Also, ich würde mal sagen, Leute, hoffe, es hat euch gefallen. In der nächsten Folge wird es auf jeden Fall den Gast hier dabei sein, also wird der Gast dabei sein. Und dann werden wir hier so ein bisschen was machen. Er wird mir dann ein bisschen nochmal die Farm da verbessern, wenn er so jetzt was gibt. Denn er, wie er sagte, ist so einer, der verbessert lieber was. Sitzt da ein bisschen länger, aber dafür läuft, wird es dann alles besser laufen. Dann würde ich doch einfach mal sagen, ich werde da so ein bisschen irgendwas anderes machen. Ja, mal schauen. Vielleicht werde ich die Questreihe dort weitermachen. Also das mit den More Powers. Also hier so ein bisschen weiter questen. Und er wird da so ein bisschen rumwerkeln. Also Leute, hoffe, es hat euch hier soweit gefallen. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Part einschalten würdet. Hier bei Minecraft Galactic Science. Also Leute, haut rein und ciao.